Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich schon? Oh, da ist so ein dicker... Oh, ein Item. Ein Mondstein. Damit kann man irgendwas entwickeln lassen, ne? Irgendwie ein Pipi oder so. So, was haben wir hier unten noch? Ja, quatschen wir mal hier um den Spaten. Hallo? Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Was? Oh nein. Ein Wanderer möchte kämpfen. Stimmt, der hat Stein-Pokémon, meine ich. Weil ein Wanderer läuft ja auch über Steine und so. Jetzt da Bescheid. So, lief, hat er, egal, ich versuch's mit Konfusion. Ja, stimmt, das war ganz gut gegen Stein. Yay! Macht jetzt bestimmt noch einen Kleinstein oder einen Sandan. Level 15, sehr geil. Schlafpuder. Das ist doch mal was, was Gutes. Das kann man doch mal hier für, Dings, ich dachte gerade, ich hätte was Falsches ausgewählt. Stachelspore. Das braucht man nicht. Yay! Noch ein Kleinstein. Nein, ich möchte nicht wechseln. Jetzt ziehen wir den ja noch mehr ab. Vielleicht kriegen wir den jetzt gewonnen-hitted. Haben wir den eben? Ne, eben haben wir es nicht gewonnen-hitted bekommen. Ah, hat aber schon mehr abgezogen. Dafür zieht er uns jetzt weniger ab. So, ein Onyx. Das ist bestimmt Level 12 oder so. Irgendjemand hat sich so über dieses Geräusch gefreut. Kreideschrei natürlich. Okay. Sehr schön. So, dann müssen wir jetzt aber mal durchwechseln. Weil Smetbo muss jetzt nach ganz hinten. Wow, du hast mich total überrumpelt. 350. Nice. Ich möchte noch nicht diese Ebene hier verlassen. Oh. Dann machen wir Alex nach oben. So. Ich bin hier voll am Rumstöhnen. Also ich wollte hier die Ebene erst verlassen, wenn ich hier alles untersucht habe. Auch wenn das jetzt 1000 Jahre lang dauert. Wir haben jetzt 3 Gänge, die wir gehen können. Plus dann noch das, was auf der rechten Seite auf uns wartet und das, was nach unten geht. Okay. Doppelkick war geil, ne? Nee. War nicht so geil. Blutsauger. Ja, ja, komm, du mit deinem einen Abziehgedöns. Oh, es hat 3 abgezogen. Tackle? Vielleicht? Ah, ja, das ist doch sehr gut. Okay. So, gehen wir... Ich wollte gerade sagen, gehen wir jetzt hier mal nach rechts. Sag mal, gibt es hier auch mal was anderes als Zubat? Es wird langsam langweilig und die werden immer schwächer. Ist jetzt schon Level 6. Eben das war Level... Was? Warum das denn? Warum hat das jetzt nur so wenig abgezogen? Okay, da... Oh, was ist denn hier los? Ein Kleinstein. Haben wir das gefangen? Ja, das haben wir gefangen. Oh, ist da Doppelkick besser, ne? Doppelkick. Ich weiß auch, hab echt überhaupt keine Ahnung, wovon das abhängig ist, warum da manches so wenig abzieht und manches so viel, obwohl... Das ist ja eigentlich das Gleiche irgendwie. Das ist ja jetzt nicht so, als ob ich mit einem Psycho-Angriff angreife und einem Wasserangriff. Das ist ja beides Stärke irgendwie. Okay. Ah, ich möchte das Item haben. Bitte. Es ist ja umsonst. Umsonst Sachen sind sehr gut. Ein Zubat. Level 10.
Da war Tackle. Ich wollte gerade sagen Kratzer. Da war ach, leck mich doch. Tackle war da gut, Mann. Ich glaube, ich muss doch nochmal aus der Höhle raus. So wie das aussieht. Ich möchte halt ungern meine Tränke verballern, weil die Pokémon-Dings ist ja sehr in der Nähe. In der Nähe. Yay! Level 15. Musst du irgendwas erlernen? Nee. Was ist denn hier gerade passiert? Fluchtseil. Sehr schön. Damit kommen wir aus der Höhle raus. Noch ein Item. Och Mann, ich wollte das Item haben. Und wieder zu Bord. Level 8. Das müssten wir jetzt aber mal direkt kaputt kriegen, oder? Naja. So, was ist das? Sonderbonbon. Levelt, glaube ich, ein Pokémon um ein Level. Meine ich mal. So, ich gehe mal noch hier unten. Oh. Alter. Was ist denn hier los, ey? Level 10. Boah, ich kann. Oh, kann ich heute eigentlich überhaupt was? Tackle war hier gut. Superschall. Verwirrung oder was? Ja. So, dann töte dich mal selbst, Alex. Er ging daneben, das ist gut. Ja, ich weiß, dass Alex verwirrt ist. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt, natürlich. Jo, hast dich selbst getötet, Alex. Oh. Mach mal Lars, komm. Ja, ich gehe gleich auf jeden Fall aus der Höhle nochmal raus. Ein Windstoß, ist das gut? Versuch mal den Windstoß. Ah. Wie viel zieht das ab? Eins. Ich denke, weil es kein Boden-Pokémon ist. Ruckzuckieb. Na gut, dann sehe ich ja jetzt nicht, wie viel das abzieht. Oh. Ich muss Pokémon tauschen. Weil sonst kommt nämlich Dave rein. Und das will ich nicht. Nein! So. Jetzt ist hier zwar alles total durcheinander. Nein, halt, stopp. Total durcheinander. Oh, noch ein Item. Ein Trank. Okay. Dann kämpfen wir noch gegen die beiden hier. Hey, schleich nicht so rum! Wer bist du denn? Streber möchte kämpfen. Magnetilo. Ein Elektro-Pokémon. Ich glaube, wir kriegen jetzt die Hucke voll. Jedenfalls mit unserem Lars. Windstoß vielleicht? Ja, doch. Ja, solange Magnetilo kein Elektro-Zeug macht. Ja, ist ganz okay, weil ich glaube, Elektro gegen Luft ist ganz gut. Und ich schätze mal, dass Lars jetzt auch auf Level 15 gehen wird. Ja. Und ich schätze mal, wir lernen eine neue Attacke. Nee, doch nicht. Voltoball. Nee. Du kannst ruhig mal hier draußen bleiben, Lars. Versuch es nochmal so. Yay, zweimal hintereinander angreifen. Kreideschrei. Das ist wieder Verwirrungsbla. Ne, Verteidigungsbla. So, und du bist auch hinüber. Sehr schön. Meine Pokémon bringen es nicht. Ja, musst du mehr trainieren. Du Streber, du. Ein Kleinstein.
Ich weiß gar nicht. Hab ich mit Lars schon mal gegen einen Kleinstein gekämpft? Nee, ich glaub nicht. Ich wechsle mal. Nee, ich habe jetzt nur noch Dennis. Ich mach mal hier Smetbo. Hoff mal, dass es die Attacke von Kleinstein überlebt. Ja, du machst dann Konfusion. Das müsste eigentlich gut abziehen. Oh. Okay. Kämpfe ich jetzt noch gegen den oder gehe ich außen rum? Ach komm. Du erreichst Azura City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Ja, da möchte ich auch hin. Nur ich weiß nicht, welchen Weg ich nach unten gehen soll. Käfersammler. Ich muss niesen. Ah. So, bei Käfern ist ja Elektro eigentlich ganz gut, oder? Kann man schön putzeln. Windstoß war, glaube ich, gut. Ich habe das immer irgendwie so vor meinem Auge irgendwie, wie dieses kleine Raupi durch die Gegend gewirbelt wird. Lars erreicht Level 16. Also ich glaube irgendwie dieses Pokémon hier. Das, ich will gerade Togepi sagen. Taubsi! Levelt sehr, sehr schnell. Nein, ich möchte nicht wechseln. Obwohl ich nur noch 11 KP habe, aber... Safkan kann eh nix. Wärtner. Das war so klar! Was soll denn sonst können? Möchtest du es? Nee, Lars kann man noch hier so bleiben jetzt. Hobby Level 10. Machen wir nochmal Ruckzuck-Keep. Wow, Volltreffer, nice. Und die Attacke schlug fehl, sehr schön. Nice. Meine Eltern sind wieder zurück, das heißt, ich muss doch nicht auf meine Oma achten, dass sie hier nach Hause kommt. Ich habe verloren. Ja. 100 gibst du mir? Ist aber ganz schön arm, doch. So, ich möchte jetzt gerne wieder ins Pokémon Center. Windstoß? Ja, das ist ganz gut. Und lass da meine Pokémon wieder heilen. Und dann geht's ab in die zweite Ebene. Noch eine. Und ich hoffe mal, dass diese Leitern alle in die gleiche Ebene führen. Kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Dankeschön. So. Gefangen haben wir nichts mehr. Ja, ich... Mach du mal. Ich will mir jetzt meine Nase putzen. Oh, ich hab's total scheiße abgerissen. So. Das hört ihr jetzt wahrscheinlich mit, weil ich wahrscheinlich...